Hallo, wieder im Kerbal Space Center. Wir haben ja einen Auftrag. Und zwar sollen wir ja ein bisschen Passagierleute in der Gegend rumfliegen. Und zwar suborbital sollen wir insgesamt 5 Personen in der Gegend rumfliegen. Zudem sollen wir noch ein bisschen Daten aus dem Orbit um Kerbin mitbringen. Beziehungsweise aus dem Weltraum um Kerbin. Kermit, der Frosch. Kein Problem. Da müssen wir einfach nur irgendwie Gu oder so, denke ich mir, untersuchen, während wir halt im Raum nahe Kerbin sind. Und dann haben wir noch einen Parachute, den sollen wir benutzen. Und zwar in einer Höhe von 6.000 bis 9.000 Metern und bei einer Geschwindigkeit von 140 Meter pro Sekunde beziehungsweise 210 Meter pro Sekunde. So, und ich habe natürlich mal wieder schon so ein bisschen rumgebastelt, nenne ich es mal. Und zwar... Ist das jetzt nicht zu sehen? Warum nicht? Sag mal, habe ich das etwa... Ja, da ist sie ja. Genau, die Tourist 9, beziehungsweise Tourist 1X habe ich sie mal genannt. Und ja, da haben wir halt hier oben die beiden Temperaturmesser. Gu-Container muss ich noch dran schrauben, fällt mir gerade ein. Das habe ich nämlich wieder abgebaut. Ich habe, wie gesagt, ein paar Testflüge schon probiert. Da machen wir mal gleich wieder 2 Stück. Und ja, das Ganze funktioniert, ist ein bisschen sehr, sehr tricky, denn die ganze Geschichte hier ist, naja, sehr schwer. Jetzt haben wir das Problem, dass wir ja in den Weltraum müssen und auch wieder zurück. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal hier mörder viel Raketentreibstoff und so weiter. Wir werden auch hochkommen. Oben werden wir dann diesen ganzen Quatsch hier absprengen und haben hier den Decoupler inklusive, unten haben wir noch ein Hitzeschild drunter. Das heißt, wir werden ein Hitzeschild hinten haben und uns dann retrograd drehen, dass dieser ganze Kladderadatsch rückwärts wieder in die Kerbin-Atmosphäre eintreten kann. Und dann müssen wir die Bremsraketen zünden, denn sonst wird die ganze Geschichte viel zu schnell und wir werden viel zu schnell am Boden aufschlagen, bevor wir noch die Chance haben, hier die Parachutes rauszuschmeißen. Ja, das Ganze, ich habe es einmal geschafft damit. Ich würde sagen, jetzt probieren wir es mal zusammen. Ich speichere die ganze Geschichte und gucken wir nochmal eben. Siehst du, jetzt hätten wir fast nämlich die Touristen vergessen. Und zwar, die wollen wir natürlich mitnehmen. So, und Jebediah ist wie immer der Pilot unseres Vertrauens. Speichere ich das Ganze nochmal. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert, würde ich so sagen. Na? Ich bin mir, wie gesagt, selber noch nicht so ganz sicher, aber naja, probieren wir es mal. Launchpad und go, go! Jebediah fliegt uns in den Weltraum. So. Ja, das Ganze natürlich wieder mit SAS eingeschaltet für den Anfang. Das Thermal kann ich mir erstmal wieder ausschalten. Und das Surface floaten wir uns mal wieder dahin. Und ja, dann gebe ich ein bisschen Schub. Da wir zu Anfang ja hier noch die Solid Fuel Booster haben, brauchen wir nicht ganz so viel Schub, sondern können da ein bisschen Sprit sparen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal das Gear rein und blenden uns die Aufträge ein. Und dann 3, 2, 1, Liftoff. Und das Ganze geht einigermaßen gerade hoch. Wie ihr seht, die Solid Fuel Booster boosten. Und naja, wir wollen jetzt auf keinen Fall so sehr hoch kommen, sondern gerade eigentlich mal so an Orbit kratzen. Deswegen werde ich schon relativ früh bei 10.000 Metern die Rakete ein bisschen querlegen, damit wir nicht so gerade nach oben schießen. Denn wenn wir das machen, fallen wir auch gerade wieder runter. Und das wollen wir nicht, weil dann haben wir nämlich wieder Geschwindigkeitsprobleme, möchte ich sagen. So. Gleich sind die Solid Fuel Booster ausgebrannt. Kurz vorher werde ich auf den anderen Triebwerken Vollgas geben. So, die absprengen, Vollgas. Haben wir den Wechselstock geschnallt. Ja gut, die sind natürlich jetzt am Boden zerschellt, beziehungsweise sind noch dabei zu zerschellen. Das soll uns aber jetzt nicht ganz so sehr interessieren. Das Problem ist eigentlich vielmehr, dass es schon wieder Nacht wird. So, jetzt schon bei 10.000 Metern werde ich hier so langsam mal ein bisschen einschwenken. So, und das Ganze wäre natürlich ziemlich wabbelig, aber wir haben jetzt endlich ja diese Stabilitäts-, also diese Verstrebung, die wir einbauen können, habe ich natürlich gleich mal gemacht, damit die ganze Geschichte hier nicht so hin und her wabbelt, wie wir es ja schon des Öfteren mal hatten
in den letzten Folgen. Aber das ist jetzt vorbei. Es wabbelt hier unten zwar noch ein bisschen, da hätte ich auch noch ein bisschen was connecten können, aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? So, 300 Meter pro Sekunde ist nicht schlecht. Unser Abhabsatz liegt bei 25 Kilometern. Gehen wir hier schon mal ein bisschen in Schräglage. Nicht zu viel. Und steigen weiter. Die Geschwindigkeit steigt auf. Wir können jetzt schon ein bisschen mehr Gas geben durch. Oder beziehungsweise ein bisschen weniger Gas geben. Ich bin auch blöde. Denn, ja, wir steigen ja noch. Und wir wollen ja auch nicht zu schnell werden. Wir wollen ja gar keinen richtigen Orbit erreichen. Sondern halt nur einen suborbitalen Flug. Und das reicht uns dann ja, wenn wir irgendwie auf 70.000 Meter kommen. Die Geschwindigkeit muss gar nicht mal so hoch sein. So, wir steigen. Wir haben jetzt einen Apoapsis von 50.000 gleich. Wir bleiben erstmal in der Schräglage, gehen jetzt noch ein bisschen runter. Mit der Nase, nicht mit der Rakete. Das wäre nämlich doof. So. Und haben einen Apohapsis von 70.000. Dann schmeiße ich jetzt direkt schon mal die Hauptstufe ab. Auch wenn da noch Sprit drin ist. Denn so fällt sie auf jeden Fall auf den Planeten zurück. Und wir werden keine Probleme haben in Sachen Recovern. Wir müssen ja auch ein bisschen Geld sparen. Und wenn wir die auf dem Planeten zurückfallen lassen, können wir die natürlich wesentlich besser wieder einsammeln. So, jetzt müssen wir allerdings zusehen, dass wir möglichst schnell, sobald wir die 70.000 erreichen, unsere Mystery Goo hier mal observen. Und von daher werde ich mal hierhin wechseln. Das ist alles ein bisschen ungünstig gerade. Wir drehen mal die Rakete ein bisschen, damit ich das schön im Blick habe. Ganz viel Zeit ist nicht mehr. So, denn wir müssen da oben relativ schnell, wie gesagt, zusehen, dass wir das schaffen, damit wir das im Space Around Kerbin, wie es so schön heißt, auch wirklich gemacht haben. Und die Daten bringen wir dann natürlich wieder zurück mit auf den Planeten. So, jetzt sind wir im Orbit. Das heißt, wir keepen die Data. Den machen wir auch nochmal. Und keepen die Data. Und hier so ein bisschen Temperatur können wir auch noch loggen. Keepen. Und die Temperatur können wir auch nochmal loggen. Und keepen die Data. So, jetzt haben wir auf jeden Fall unsere wissenschaftlichen Experimente erledigt. Jetzt müssen wir natürlich noch zurückbringen. Unter anderem haben wir auch hier unsere 5 Aufträge schon erfüllt in Sachen diesen Travel, also diesen Fluggast. Diese Fluggäste haben wir. Diese Fluggäste haben wir. Diese Fluggäste haben wir auch. Und die Scientific Data, die müssen wir zurückbringen. Und jetzt müssen wir noch zusehen, dass wir in der Höhe von 6.000 Metern spätestens unsere Fallschirme raushauen. Und das sollten wir hoffentlich schaffen. Wir steigen jetzt nicht mehr, wir sinken jetzt wieder, sind gleich wieder in der Atmosphäre, nämlich jetzt. Und ja, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir ja nicht zu schnell werden quasi. Wir werden noch ein Stückchen fallen, aber sobald das Ganze hier rot wird, nämlich aus temperaturtechnischen Gründen, werden wir natürlich ein bisschen anfangen mit den Raketen zu bremsen, um einigermaßen runterzukommen. Wir werden auf dem Land landen, was, naja, nicht optimal ist, aber solange uns unsere Fallschirme nicht verbrennen, sollte das ganz gut funktionieren. So, das Fenster da kann auch mal weg. Und wir können ja, wie gesagt, bremsen. Wir müssen ohnehin eigentlich in der Höhe von 6.000 Metern spätestens eine Geschwindigkeit von 140 bis 210 Meter pro Sekunde erreicht haben. Also schon sehr viel langsamer als jetzt. Und deswegen werde ich jetzt schon mal ein bisschen bremsen, damit wir nicht zu schnell werden. Jetzt werden wir ja schon langsamer. Wie ihr seht. Denn so eine Rakete kann ja in beide Richtungen brennen, ist ja klar. Und, tja. Den hier müssen wir dann auslösen. Ah, das ist ein bisschen zu viel Schub. Das reicht uns ja völlig, wenn wir nicht viel zu schnell werden. Erstmal. In der Höhe von 30.000 Metern. So, sobald wir ungefähr 10.000 erreichen, werde ich Vollgas geben. Ah, wir werden wieder ein bisschen schneller. Das ist eigentlich nicht so gut, aber wir müssen Sprit sparen. Das wird verdammt knapp, Leute. Das wird verdammt knapp.
Okay, 12.000. Ich gebe Vollgas, damit wir langsamer werden. Sehr viel langsamer. Wir haben die Zeit verpasst. Bis 6.000 haben wir Zeit. Okay, wir werden aber nicht mehr langsam genug werden, denke ich mir, bis dahin. Nee, haben wir nicht mehr geschafft. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass wir überhaupt langsam genug werden. Nämlich 264 brauchen wir. Und das wird da, Leute, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Jetzt können wir die raushauen. Bremsen noch schnell genug ab, okay. Ja gut, okay, den haben wir nicht geschafft. Ist in Ordnung, haben wir halt einen Auftrag nicht erfüllt. Schade. Aber gut, dann müssen wir den Parachute halt in einer nächsten Mission nochmal in der Höhe raushauen. Beziehungsweise wir könnten natürlich jetzt auch einfach nochmal kurz hochfliegen, das Ding ausprobieren und fertig. Aber das wäre ja uncool. Das kann ja jeder. So, und wir sinken jetzt hier langsam zu Boden. Ich beschleunige das Ganze ein bisschen, damit wir hier nicht jahrelang damit verbringen. Denn ich habe schon jahrelang damit verbracht, diese Rakete zu bauen. So, das SRS können wir ausschalten. Wir hängen ja sowieso schön da dran. Und gleiten langsam gen Boden. Wir haben noch 200 Meter jetzt. Noch 100 Meter. Ihr seht das hier. Altitude Terrain ist halt über Grund. Das ist immer über Seelevel. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber vielleicht hat der ein oder andere das ja noch nicht mitgekriegt. Und 6,2 Meter pro Sekunde sollten eigentlich kein Problem für die Kapsel sein. Da steht sie. So, jetzt wird sie wahrscheinlich noch umkippen. Aber auch da helfen uns natürlich noch die, na, die, ne, weißt du schon. Die, na, wie heißen sie denn? Mensch. Fallschirme, so heißen sie, genau. So, jetzt bin ich mal ganz fuchsig, schalte das nochmal wieder ein und versuche mal eben kurz die Rakete so ein bisschen rumzurollen, damit die. Es reichte noch nicht ganz. Denn natürlich funktionieren hier unten die alten Trägheitsräder genauso gut wie oben. Denn ich würde sehr gerne eigentlich den guten Jebediah nochmal kurz aussteigen lassen, wenn es dann irgendwie möglich ist. Aber sieht nicht so aus. Na gut, vielleicht reicht uns das ja schon. Ich guck mal, kann Jebediah, kann eine Eva machen? Ah, nee, er kommt nicht raus. Na gut, dann eben nicht. Probieren wir es noch einmal jetzt hier, wenn es dann nicht geht. Nee. Gut, keine Chance. Dann können wir hier natürlich noch mal eben schnell einen Crew Report anfertigen. Hätten wir natürlich im Weltraum machen sollen, hätte mehr gebracht. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir, war das schon eine ganz erfolgreiche Angelegenheit. Wir haben insgesamt 5 Aufträge erfüllt. Und den letzten haben wir gleich noch erfüllt, wenn wir die Wissenschaftsdaten mit zurückbringen. So. 8 Aufträge erfüllt. Hallo, hallo. Da schauen wir doch mal. Das hat auf jeden Fall reichlich Science gebracht. Und ja, ein bisschen Kohle natürlich auch. Und Reputation hat es gebracht für unsere mitfliegenden Personen. Nicht, dass uns das interessieren würde, aber immerhin haben die uns jetzt lieb. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier jetzt so geschafft? Also, das haben wir geschafft. Das auch. Ja, ich verstehe es jetzt nicht so ganz, aber macht nichts. Wir gucken einfach mal hier. So, Contract complete. Science Data haben wir. Hat uns was gebracht. Freut mich. Dann haben wir einen VIP gemacht. Haben natürlich Rewards dafür gekriegt. Ich meine hier Reputation Bonus. Okay, das haben wir auch noch an Funds ordentlich was gekriegt. Wieder. 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 Gut, wir haben jetzt 42 Science. Das ist natürlich immer noch nicht so viel, weil wir brauchen ja mindestens 45, um hier die nächsten. Ne, 90 sogar. Ja, hallo, hallo. Na gut, dann müssen wir natürlich noch ein bisschen was für die Science tun. Die Frage ist, ups, können wir hier noch was recovern? Natürlich, das recovern wir mal. Und das wird auch nochmal recovered. Okay. Und raus hier. Und dann gucken wir hier mal ganz kurz. Orbits visible in Map. Ja, das wäre schon wichtig. Andererseits haben wir, es würde jetzt die Hälfte unseres Geldes kosten. Nee, das machen wir noch nicht. Jetzt gucken wir erstmal, was wir für neue Aufträge haben, beziehungsweise was noch offen ist. Okay, da haben wir nämlich noch was offen. Zwei Touristen.
Orbit Around Kerbin. Okay, zwei von denen wollen also gerne nochmal um den Orbit fliegen. Das reicht aber dann, wenn wir eins von den Passagiermodulen mitnehmen. Und dann verbinden wir das gleich mal mit diesem Parachute-Ding. Vielleicht kriegen wir es ja dieses Mal vernünftig hin. Die Frage ist... Nee, mehr nehmen wir dieses Mal nicht mit. Das machen wir nicht. Das machen wir auch nicht. Ja, das die Sub... Ja, da müssten wir zusehen, dass wir im... Nee, gut. Ist egal. Wir machen ganz einfach jetzt den gleichen Flug quasi nochmal. Nur dieses Mal werden wir aus unserem Schiff ein bisschen was umbauen. Nämlich diese ganzen Crewkabinen hier. Eine brauchen wir für die zwei Passagiere. Aber das reicht dann auch. Und damit sollten wir dann eigentlich mit relativ wenig Problemen relativ weit hochkommen und vor allem auch den Orbit schaffen. Das wäre sehr schön. Denn ihr seht hier unten, wir haben eigentlich jetzt Power ohne Ende. Und das wäre natürlich cool. Dann haben wir jetzt die Chance, den Parachute zu testen. Und natürlich auch immer hier wieder Zeug mitzunehmen, ne? Und warte mal, wir könnten ja eigentlich mal beigehen. Und wenn wir das schon so machen, dann könnten wir auch hier so ein Science-Labor mal mitnehmen. So. Und das auch besetzen. Mit den beiden natürlich. Und, ach so. Wieso kann ich denn da keinen reinpacken? Schade eigentlich. Denn wir bräuchten immer einen Wissenschaftler, um unsere Goo-Container und so zurückzusetzen. Aber naja, hat nicht sollen sein. Wir nehmen das Ding mit. Da können wir auf jeden Fall auch Wissenschaftspunkte beisammeln. Und insofern nehmen wir das Ding einfach mal mit, würde ich sagen. Die Frage ist ja noch, was ist dieses Service Bay? Ja, das brauchen wir nicht. Okay, dann probieren wir es einfach mit diesem Raketchen mal hochzukommen, würde ich einfach so sagen. Was ist das? Electric Charge? Achso, braucht es. Achso, der heizt uns auf. Nee, der kühlt. Ist natürlich auch interessant. Aber gut, wir kommen ja heil runter. Also mit. Ne? Also sollte das nicht das Riesenproblem sein. Und dann gucken wir mal. Wir haben doch hier noch Engines. Irgendein Thumper. Den sollen wir auch noch mit hochnehmen. Aber das machen wir nicht dieses Mal. Sondern wir speichern das Ganze jetzt als die Tourist 2. Nein, nicht 3. 2 reicht doch. So, damit speichern wir das. Und dann klatschen wir das ganze Ding einfach mal wieder aufs Launchpad und gucken mal, wie wir damit jetzt so hochkommen. Und dieses Mal müssen wir natürlich zusehen, dass wir einen Orbit hinkriegen, sonst ist der Auftrag nicht erfüllt. Orbit Around Kerbin haben wir da bin. Dieses mit dem Parachute kriegen wir auch irgendwie hin. Und dann würde ich sagen, machen wir das SAS an, geben ein wenig Schub, wahrscheinlich noch weniger als letztes Mal und gucken mal. Jawohl, wir hoben, wir hoben schön ab, damals, als wir es noch konnten. Nee, Spaß beiseite. Sieht alles sehr schön aus. Wir fliegen sogar fast schon ein bisschen zu schnell in der Beschleunigung. Ach ja, aber sieht alles ganz gut aus. Da wir damit natürlich jetzt einen schönen Orbit erreichen wollen, schwenken wir erst wieder so bei 20.000 Metern Höhe langsam mal ein. Frage ist ja, dieser Auftrag, ne? Oh, die absprengen. Ah, ein bisschen mehr Schub darf es ruhig sein. Bis 210 Meter, wenn wir hier einen Test runnen. Achso, wir können den nur deployen. Ja, das wollen wir ja nicht. Na, wir wollen weiter hoch. So in etwa. Eigentlich noch viel mehr Schub, damit wir erstmal aus diesem gefährlichen Bereich, den nenne ich mal, rauskommen. Oh,
Oha, ich glaube, ich habe Mist gebaut. Na, wir gucken mal. Wir nehmen auf jeden Fall viel Geschwindigkeit zu. Jebediah freut sich, der Rest hat ein bisschen Schiss, wie gehabt. Jebediah, der alte Hodegen, der lässt sich ja so schnell nicht erschrecken. So, 16.000 Meter. Ich würde sagen, wir werden langsam mal ein bisschen einschwenken. Das ganz okay aus. Ich mache mal das SRS kurz aus. Ich will mal gucken. Lässt sich die ganze Geschichte wesentlich ruhiger steuern, weil der natürlich nicht versucht, ständig automatisch nachzukorrigieren. Andererseits haben wir natürlich auch wesentlich weniger Stabilität in der ganzen Geschichte. Und wir müssen es halt auch per, oder ich muss es auch per Hand steuern. Ihr sitzt ja gemütlich da und guckt zu. Ihr alten Glückspilze hier. Alles nicht so schlecht aus. Und Sprit können wir mal ein bisschen Schub zurücknehmen. Wir drehen die ganze Geschichte mal ein bisschen in Richtung Flug. Ist ja immer angebracht. So, jetzt haben wir nur noch zwei Triebwerke. Wir wären jetzt auf Apohapsis-Höhe. Wenn wir jetzt Vollgas geben, müsste der Perihapsis steigen. Andererseits können wir damit mal warten, bis wir auf dem Apohapsis angekommen sind. Machen das SRS wieder an, damit wir hier nicht bis nach wer weiß wohin drehen. So, die ganze Geschichte ein bisschen gerade stellen. Immer ein bisschen über dem Horizont bleiben mit der Nase. Und ein bisschen zurückdrehen. So, jetzt haben wir noch 40 Sekunden bis zum Apohapsis. Das heißt, ich gebe wieder ein bisschen Schub, damit der Perihapsis auch steigt. So sieht das schon sehr schön aus. Ich weiß nicht, ob wir spritmäßig zurechtkommen, aber wir haben auch noch die kleine Rakete. Wir müssen jetzt halt irgendwie zusehen, dass der Perihapsis nach oben steigt. Also, dass der über 70.000 kommt. Und dafür können wir eigentlich Vollgas geben. Wir brauchen jetzt jeden Tropfen Sprit, den wir so da haben. Denn wir dürfen auf keinen Fall über den Apohapsis fliegen. Das ist schon mal ganz wichtig. Entsprechend, ich muss wieder ein bisschen nach oben korrigieren, damit die Zahl... Ja, bei 16 Sekunden hält sie sich. Das ist eigentlich optimal. Damit wir hier den Apohapsis möglichst schnell steigen lassen. So, gleich ist der Sprit schon alle. Den Apohapsis gleich schon, den Perihapsis. Ihr seht, der steigt ohne Ende, aber der Apohapsis auch. Soll uns aber im Moment nicht so sehr stören. Wir müssen ein bisschen weniger Schub geben, um wieder... beziehungsweise gar keinen Schub, damit wir wieder am Apohapsis ankommen. Denn je näher wir da dran sind, desto schneller steigt der Perihapsis. Und wir müssen ja ein bisschen Sprit sparen. Wir müssen auf jeden Fall einen Orbit erreichen und das wird verdammt knapp genug. Mit dem bisschen Sprit, was wir noch haben. Sagen wir mal bei 16 Sekunden, das hat sich ganz gut ausgegangen, gebe ich wieder mehr Schub. Ah. So reicht's eigentlich. Wir müssen zusehen, dass wir, wie gesagt, nicht zu nah an den Apohapsis drankommen. Und ihr seht, trotzdem steigt der Perihapsis, obwohl ich so wenig Schub wie möglich gebe. Wir müssen auch zusehen, dass der Perihapsis nicht zu hoch wird, weil sonst haben wir nämlich ernsthaft nicht mehr genug Sprit, den wieder zu, ja, reverten, nenne ich es mal, um wieder in die Atmosphäre einzutreten. Und das wird sowieso noch schwierig genug. Okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen Schub geben, damit wir da nicht drüber kommen. Das wird schwierig genug, weil wir da wahrscheinlich ein Hitzeproblem bzw. ein Bremsproblem kriegen werden. Aber das schauen wir uns dann mal an. So, 19 Sekunden, gleich nochmal wieder ein bisschen brennen. So, jetzt steigt der Perihapsis.
bei 20 Sekunden spätestens wieder aufhören, wieder ein bisschen brennen. Naja, und so machen wir das jetzt weiter, bis wir in einem stabilen, also mehr oder weniger stabilen Orbit angekommen sind. Und aufhören zu brennen. So, dann legen wir die Rakete mal genau horizontal, geben noch ein bisschen Schub wieder und haben jetzt einen Orbit erreicht. Und das finden unsere Passagiere ganz toll. Die sind glücklich drüber. Das heißt, wir haben die beiden Aufträge erfüllt und jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir irgendwie einigermaßen heile wieder runterkommen. Und dafür müssen wir uns natürlich die Rakete retrograd drehen, um wieder ein bisschen abzubremsen und die Gravitation des Planeten wieder übernehmen zu lassen. Und das werden wir machen, wenn wir am Apohapsis angekommen sind. Dann geben wir direkt wieder Schub, dass der Perihapsis sinkt. Und dann drücken wir die Daumen, dass wir einigermaßen heil das Ganze hinkriegen. Neun Sekunden, acht Sekunden, sieben Sekunden, sechs Sekunden. Wir geben jetzt ein bisschen Gegenschub. Und da sind wir ausgebrannt. Und ja, der Perihapsis ist auf 5000 Meter. Das Problem wird jetzt sein, wir werden in die Atmosphäre eintreten, eine riesengroße Hitze aufs Schiff haben. Und ich weiß gar nicht, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich hier noch ein Hitzeschild drin habe. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da noch ein zweites Hitzeschild drin habe. Denn wenn dem so sein sollte, dann ist alles ziemlich cool. Ja, die keepen wir mal. Und das observen wir nochmal. Ja, das bringt kaum noch was. Macht ja nichts. Und was haben wir hier noch? Hallo, Thermometer. Also wir haben noch eine Chance, das Ganze einigermaßen heil zu überleben. Aber nur noch eine geringe. Eine sehr geringe. Okay, die Temperatur bringt uns gar nichts mehr. Gut, dann können wir uns das auch sparen. Ja, jetzt ist eigentlich Prinzip Hoffnung. Ich werde jetzt... Nee, da ist kein Hitzeschild mehr zwischen. Weil ich habe doch eben einfach die Dinger da weggenommen. Die Frage ist noch, ob ich das von oben oder von unten gemacht. Oh Mann, Leute. Ich werde das jetzt auch noch dran lassen, fällt mir so ein. Denn das eine Hitzeschild hier könnte uns vielleicht den ersten Durchflug ja noch schützen. Ah, wir gucken mal. Wir gehen mal ein bisschen vor. Jetzt kommen wir langsam in die Nähe der Atmosphäre. Ich drehe das Ganze hier mal, dann sieht man ein bisschen mehr. Ja, und das Problem ist ganz einfach, wenn ihr hier seht, wir werden einmal dran vorbeischrappen. Und dann wird der Apohapsis natürlich extrem sinken. Sobald wir hier abgebremst werden von der Atmosphäre. Vielleicht schaffen wir es, ohne noch eine Runde zu fliegen. Aber das sehen wir gleich. Wir haben auf jeden Fall eine super heftige Geschwindigkeit. Und möglicherweise werden wir ein Hitzeproblem kriegen. Das heißt, ich werde mir hier schon mal die Hitze einblenden. Tja, und dann schauen wir mal. Wir können ja eh nichts anderes machen. Irgendwann müsste es wärmer werden. Und ihr seht schon, der Apohapsis sinkt. Jetzt kriegen wir Hitze. Das Hitzeschild hier wollen wir uns mal eben... Okay. Die Beschichtung ist noch ziemlich gut intakt. Unsere Geschwindigkeit steigt immer noch. Seltsamerweise. Eigentlich hätte ich mir gedacht, dass sie jetzt sinkt, weil wir ja, naja, halt in der Atmosphäre fliegen. Und mit 2317 Meter pro Sekunde, da denke ich mir, sollte die Atmosphäre uns schon so ein bisschen abbremsen. Wenigstens so ein bisschen oder wenigstens die Geschwindigkeit halten. Natürlich wird das erst besser, wenn wir...
in der Atmosphäre wesentlich tiefer sind. Und das ist nämlich unser Problem, dass wir möglicherweise hier über eine kritische Temperatur kommen. Und dann wird uns der Mystery Goo Container erstmal explodieren. Aber wenn er das tun sollte, dann soll er das halt machen. Ist mir egal. Wichtig ist, dass wir abbremsen. Und je tiefer wir kommen, desto schneller werden wir natürlich auch abbremsen. Problem ist natürlich, dass wir noch auf einer gewissen Höhe sein müssen, um auch, naja, wirklich abzubremsen quasi, ne? Nämlich mit den Fallschirmen. So, und die kritische Temperatur, die geht hier auf 70%. Das ist quasi gerade ein richtiger Höllenritt. Auch für die Gäste, aber die freuen sich, das ist gut. Jebediah freut sich sowieso immer. Dem kannst du sagen, hey Jebediah, du wirst jetzt sterben, und der grinst. Okay, jetzt geht die Hitze noch höher. Wir haben keine Chance, irgendwie mit Triebwerken abzubremsen. Wir müssen einfach hoffen. Es geht da oben die Temperatur schon sehr weit hoch. Das ist unschön. Ja, wir können nur hoffen. Ich bin eigentlich nicht mehr so allzu guter Dinge, ehrlich gesagt. Aber ich lasse mich gerne überraschen, wenn es um sowas geht. Okay, jetzt sinkt unsere Geschwindigkeit rapide. Aber wir werden es nicht mehr schaffen, bevor die kritische Temperatur erreicht ist, einzudringen in die Atmosphäre. Und ich Schlauberger habe natürlich vor dem letzten Flug nicht abgespeichert. Super. Und jetzt explodiert irgendwas. Ich weiß nicht, was es war, aber die leben noch. Da ist noch irgendwas explodiert. Okay, solange das nur irgendwelche Instrumente sind, kann ich sehr gut damit leben. Da ist noch irgendwas explodiert, nämlich, ja, wir haben unsere Gäste verloren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Okay, Jebediah wird möglicherweise überleben. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, inwiefern wir die Mission dann noch bestanden haben. Okay, die Hitze wird weniger. Hitze ist weg und wir bremsen rapide ab. Sieht nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Okay, die Gäste hat es gekostet, aber hey. Deren Problem, ne? Wenn die mit unseren Airlines hier fliegen. Also Space Lines. Airline ist ja verkehrt. Ja, schön. Jetzt müssten wir nur noch auf unter 264 Meter pro Sekunde kommen. Denn dann können wir unseren Fallschirm rausholen. Vorher nicht. Sonst reißt er nämlich ab. Aber sieht ja nicht so schlecht aus, denn wir haben gleich die 9000 Meter erreicht. Und das heißt, wir können unseren anderen Auftrag wenigstens noch erledigen. Indem wir, sagen wir mal, jetzt einfach mal die Fallschirme rausholen. Ach, scheiße, wir waren zu langsam. Ja, ich hätte kurz vorher raushauen müssen. Das heißt, ich werde den Flight reverten. Und zwar zur Vehicle Assembly. Das war noch nicht ganz der Erfolg, den ich mir gewünscht hatte. Nur die beiden Verluste hätte ich hingenommen. Aber dass wir einen Flug machen, der so gar nichts bringt, das muss ja nicht sein. Ja, und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, ob das irgendwie besser zu regeln ist. Ich gehe davon aus. Bis denn und ciao.